Kommen wir zu einer anderen Technik, das Ausklammern. Das Ausklammern. Der Nutzen, der liegt vielleicht schon ein bisschen auf der Hand, aber der kommt erst nochmal. Ausklammern ist eigentlich genau das Gegenteil von Ausmultiplizieren. Beispiel, es steht da, ich schreibe es mal ganz ausführlich hin, 3 mal 5 plus 3 mal x plus 3 mal y plus 3 mal z. Ich möchte, jetzt wieder zum Thema Termen, das ist eine Summe aus lauter Produkten. Ich möchte daraus aber etwas machen, was ein Produkt alleine ergibt. Dann kann ich Folgendes sagen. Ich habe hier eine 3 drin, hier eine 3, hier eine 3, hier eine 3. Dann kann ich diese 3 schon mal schnappen, denn die steckt in allen kleinen Produkten überall mit drin und sage, das nehme ich als 3 mal und jetzt in Klammern das, was übrig bleibt. Wenn ich hier die 3 rausnehme, bleibt eine 5 übrig. Ich schreibe also in die Klammer 5 plus x plus y plus z. Das ist die Technik des Ausklammerns. Ich gucke, wo ist ein gemeinsamer Faktor überall drin? Und den gemeinsamen Faktor, den bestmöglichen gemeinsamen Faktor, den schreibe ich vor die Klammer. Und den Rest, der übrig bleibt, schreibe ich wieder rein. Bis dahin eine Frage, kleinen Moment. Genau, jetzt kam aus der Schülerschaft, wieso ausklammern? Ich klammer doch was in die Klammer rein. Ja, ist ein historischer Begriff. Ich habe was rausgeholt, und zwar die 3 zum Beispiel. Jetzt kam aus der Schülerschaft auch ein Vorschlag. Was ist denn, wenn da steht, meinetwegen, 14x plus 17... xy plus noch eine richtig gemeine Zahl, 13, x plus noch 31 x Quadrat. Was kann ich hier ausklammern? Wenn ich hier überall ein x drin stehen habe, das ist hier der Fall, hier steht nämlich eigentlich 31 mal x, ne? Nochmal zur Erinnerung, dann kann ich da überall ein x rausklammern, na klar. Also, klammern wir mal das x aus. Schreiben wir das x vor die Klammer. Ja, machen dann eine schwarze Klammer wieder. So, hier steckt ein x, hier, überall steckt ein x drin. Hier steckt eins, hier und hier sind zwei x sogar drin. Und jetzt, was bleibt jetzt übrig, wenn ich das rausgeklammert habe? Dieses x. Dann gucken wir, dann steht hier die 14. Die bleibt alleine in der Klammer stehen, ist traurig. Die 17 und das y, 17y bleibt da stehen, die sind traurig. Die 13 ist noch trauriger, denn sie ist kleiner als die 14 und hat kein x mehr. Und die 31 sagt, hurra, ich habe ja noch ein x behalten. Ne? X mal x, wenn ich das jetzt wieder ausklammere, ausmultipliziere, dann können wir das sehen. Dann wird hier wieder 14x, 17xy und so weiter draus. Und 31 mal x mal ein zusätzliches x ist 31x². Noch ein Beispiel. Hier oben habe ich 3 mal 5 hingeschrieben, damit es mal zu Anfang deutlich ist. Jetzt mache ich das mal so, dass ich nicht 3 mal 5, sondern 15 hinschreibe. Bleiben wir mal dabei. 15. Und jetzt schreibe ich nicht 3x alle. Na doch, 3x schreibe ich nochmal hin. Aber jetzt kommt meinetwegen eine 30. Jetzt kommt nicht 3z, sondern 33z. Und was mache ich jetzt? Jetzt muss ich ein bisschen gucken und sagen, steckt hier überall eine 3 drin? In der 15, ja, ist 3 mal 5. Hier steckt eine 3 mal 1 alleine drin. Hier steckt eine 3 mal 10 drin und hier steckt eine 3 mal 11 drin. Jetzt kommt das Gleiche. Jetzt lasse ich das mal mit verschiedenen Farben. Hier sage ich, hier kann ich eine 3 ausklammern. Was bleibt dann hier übrig? Hier muss ich mir vorstellen, eine 5 plus ein x plus eine 10. Wenn hier, mache ich mal den Spaß, ein Minus stünde, dann minus 11z. So, ich hoffe, das ist bis dahin klar. Gibt es bis dahin Fragen oder können wir jetzt mal eine Übung machen? Auch mal mit dem Ausklammern. Machen wir eine Übung? Okay. Mache ich mal Pause. So, jetzt dazu Übungsaufgaben. Hier stehen sie unter dem schwarzen Strich. Zu Hause Pause-Taste drücken, selber rechnen macht schlau. Wir melden uns dann mit dem richtigen Ergebnis. Klammert aus, was möglich ist. So viel wie möglich immer. So, hier die drei Ergebnisse.
Hier war klar, dass man nur eine 5 ausklammern konnte. Ah, Moment, ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ja, das kommt davon. Man muss höllisch aufpassen. Ich hätte die dann bei der Probe spätestens euch erzählt. Und wenn ich das ausmultipliziere, dann sehe ich, dass ich hier Quatsch gemacht hätte. Ich habe hier 10x nicht hingeschrieben, sondern bloß x Quadrat. Voller Freude. Hier war nur die 5 möglich. Das, was übrig bleibt, kommt in die Klammer rein. Gegenprobe, 5 mal 11 sind 55 mal x, 55x. 5 mal 5, 25 mal y, 25y, Gegenprobe immer machen, durchaus multiplizieren. So, jetzt, zweite, hier kann ich sogar eine 6, ist überall mit drin, und ein x ausklammern, das ging. Dementsprechend bleibt der Rest übrig. Gegenprobe machen und fertig. Und hier, so schön wie es zu Anfang aussieht, hurra, x Quadrat kann ich ja x ausklammern, nee, beim z nicht. Da muss ich dann an dieser Stelle passen. Gut, machen wir erstmal noch eine schöpferische Pause und diskutieren über das Ganze. Jetzt habe ich hier die zweite Ergebniszeile oder die zweite Aufgabenzeile nochmal kopiert und wir werden uns die hier nochmal einfügen und mal gucken, was passiert. So, hier ist sie wieder. Jetzt nehmen wir mal an, das Rechte steht noch nicht da. Na, das Rechte steht noch nicht da. Na, wirst du wohl? Gut. Ist weg. Und zwar, die Aufgabe steht wie folgt da. Wir haben es mit einer richtigen Aufgabe zu tun. Und hier steht das Ganze durch 6x. Summen kürzen nur die Dummen. Aber, was ist, wenn ich sage, Moment mal, das hier oben, da kann ich doch 6x ausklammern, mal... Dann bleibt der 3 plus 6x plus 2y plus 8 übrig. Ne? Hier oben. Das ist das. Und ich schreibe hier drunter 6x. Hört mal auf mit dem Quatsch. Dann kann ich in diesem Fall schon mal das 6x komplett kürzen. Ich habe nichts mehr als Bruch dastehen. Ich habe ein Riesenproblem weniger. Denn das, was übrig bleibt, ist das hier. Der Ausdruck in der Klammer. Ohne Bruch. Ich kann also Terme durch Ausklammern durchaus drastisch vereinfachen. Hier ist man ratlos. Wie soll man hier kürzen? Summen kürzen nur die Dummen. Aber durch diesen einfachen Trick des Ausklammerns kann ich mitunter Terme ganz stark vereinfachen. Ich habe es nicht mehr mit dem Quotienten zu tun, sondern bloß noch mit einer Summe aus 3 plus 6x plus 2y plus 8. So einfach hilft sowas manchmal. Wäre die eine Variante. Oh, hier gibt es eine Frage. Wieso darf man eigentlich so was Freches machen jetzt hier? Das sieht ja frech aus. Machen wir es mal mit einer einfacheren Zahl. Nehmen wir an, es steht bloß da, na doch in blau, 5 mal in Klammern x plus y. Ja, und hier unten drunter steht 5. Dann ist das doch ausführlich gesagt, ich mache jetzt den Punkt hier mal groß. Hier oben habe ich es mit einem Produkt zu tun, aus dem Klammerausdruck, unbekannt irgendwas da drin, und einer Zahl. Und hier unten, jetzt lese ich das mal ausführlich. 5 mal Klammer durch 5 oder Klammer mal 5 durch 5. Und dann wird klar, dass ich die 5 hier durchaus kürzen kann. Etwas, egal was, mal 5 durch 5, mal 5 durch 5 hebt sich auf, kann man direkt kürzen. Deswegen geht sowas so frech. Das ist ja der Schicke daran. Naja, so, noch weitere Fragen. Gut. Jetzt haben wir den ganzen Kram soweit durchdiskutiert, will sagen, diese Techniken muss man beherrschen, um dann später mit den sogenannten binomischen Formeln gut auskommen zu können, um das letzten Endes anwenden zu können. Denn was ergibt sich? Es ergeben sich plötzlich lauter Einsichten. Absolute Glieder sieht man, die man ohne auszumultiplizieren nicht hinbekommen hat. Kürzen kann man hier, komplizierte Ausdrücke kürzen. Man kann, wie hier unten gezeigt, plötzlich komplizierte Ausdrücke zu einfachen Ausdrücken machen. Ich erinnere nochmal, eine gesuchte Größe unterm Bruchstrich, ein x unterm Bruchstrich ist ein ganz schlimmes Verbrechen, kann man so lösen und so weiter und so fort. Derartige Rechenvorteile ergeben sich, wir kommen dann später dazu. Ich schließe das Video ab.